Hallo Leute, willkommen bei Folge 47 von A New Beginning und zu meiner Reibeisenstimme. Wir haben im letzten Part herausgefunden, wie Salvador hier dieses Kernkraftwerk infiltrieren möchte. Und wir wollen ihm natürlich jetzt folgen, und um ihn aufzuhalten. Und ich hoffe mal, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir dann da hinkommen, wo wir hin sollen. Ja, jetzt sind wir wieder beim Boot. Okay, nein, das war es jetzt wohl nicht. Muss ich hier irgendwo hin zeigen, wo ich hin will? Ich bin jetzt gerade etwas... Ich bin jetzt gerade etwas überfragt. Wo soll ich denn hin? Muss ich dann nochmal das Fernglas durchgucken? Hier hin. Hier hat Salvador etwas notiert. Ach Der so. Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Ach so, er hat noch weitere Notizen. Aha, der Algenbehälter. Ah. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich habe die Alge gefunden. Sie ist tatsächlich bei Indes im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Okay. Seine Tage sind gezählt. Oh Mann. Ach, da hätte ich die ganzen, hätte ich die alle anklicken können. Och, das ist ja schade. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Okay, das muss es sein. Ein Gebäude, das über die Absperrung hinausragt. Ich weiß jetzt leider nicht, was ich machen soll. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich schaue mal, ob ich alle Notizen hier anklicken kann. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Okay. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Okay. Dann war, glaube ich, der hier. Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Hm. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Hm. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Wohl wahr. Zwei Boote brachten Indes und einen Assistenten. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Hm. Okay, dann waren wir hier. Seine Tage sind gezählt. Ach, da sitzt der Indes wohl, das ist schwer zu erkennen. Das ist der Algenbehälter? Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ja, und wir kommen... Nicht hätten. Ja, okay. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Ja, aber wie komme ich dann dahin? Bin jetzt etwas überfragt... Wenn ich da hingehe, dann kam ich ja zum Boot zurück. Muss ich jetzt mit dem Boot irgendwie weiterfahren? Nee, oder? Nee, kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was von mir erwartet wird. Weil ich meine, weitere Koordinaten kann es hier ja irgendwie nicht geben. Weil hier... Achso, halt nein. Schock. Ich dachte gerade, ich hätte das übersehen. Nein, hier steht E, A, B, C, D. Keine Ahnung, was die jetzt hier von mir wollen. Ich würde mal sagen, ich suche mal kurz offscreen, Leute, und melde mich gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zurück. Ja, also ich habe sehr lange gesucht und ich habe es nicht gefunden, ganz ehrlich. Und ich habe jetzt in der Lösung nachgeguckt.
Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie man da drauf kommen soll. Also ich habe den entscheidenden Hinweis nicht bekommen. Ich hätte eben erwartet, dass hier ABCDE, dass hier die nächste Fokusnummer steht, die wir brauchen. Und in Salvadors Message hört man schon, wo wir hin sollen. Hören wir es uns nochmal an. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Okay. Und das kann man sich jetzt dann auch noch rausreimen. Also es geht hier um dieses Rohrsystem, das aus dem Reaktor kommt, an den Kühltürmen vorbeigeht, Aufbereitungsanlage und dann hier in dieses kleine Gebäude. Und da ist dieser Pfad am hinteren Ende, von dem Salvador spricht. Allerdings, um da jetzt erfolgreich was sehen zu können, muss man hier die richtige Nummer haben und die, es tut mir leid, habe ich einfach nicht. Und deswegen habe ich sie nachgeguckt und die lautet 1592. Wenn ihr wisst, wo ich diese Nummer hätte sehen sollen, dann bitte sagt es mir, denn wie schon gesagt, hier habe ich nur ABCDE und so, also ich habe es nicht gefunden. Entweder ich bin blind oder es ist ein weiterer Bug, der in meiner Version des Spiels drin ist. Ja, bin gespannt, ob ihr da irgendwas finden werdet. Okay, gehen wir da drauf und zoom. Haha. Bent, ich hab ihn. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Nix wie hinterher, da ist es, genau. Genau, so, und jetzt sind wir hier, Wartungstür. Sehen wir, Rohr. Ein Abflussrohr. Ich hoffe, was da rauskommt, ist ganz normales Wasser. Weder giftig noch radioaktiv. Selbstverständlich. Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Also ich nehme an, dass die Tür hier nicht offen ist. Salvador? Hier rein ist er verschwunden? Psst. Oh Gott, Salvador erschießt die Wachen. Bist du sicher, dass das nicht andersherum ist? Ja, und ich fürchte, du wirst gleich sehen, dass ich recht habe. Oh wei, oh wei. Geht nicht, Salvador hat sie verbarrikadiert. Mit meinem tollen Messer werde ich da wahrscheinlich auch nichts das machen können. Das bringt nichts. Nein, natürlich nicht. Hineinklettern. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. Okay, ja, hier oben ist Faye. Stauschott. Oh. Nee. Hätte ich die Tür aufmachen sollen? Ach, die hätte ich aufmachen sollen. Na ja, okay. Oder auch nicht, da geht's hier durch. Okay, ich hoffe, wir finden einen Weg, um Bent hereinzulassen. Weil das sieht hier nicht danach aus. Gut, wollen wir mal als erstes hingehen? Wollen wir hier durch diesen Eingang oder wollen wir durchs Stauschott gehen? Okay. Ich bin jetzt etwas überfordert. Ach, gehen wir doch da durch, komm. Und macht sie die Tür auch noch so demonstrativ zu. Das ist nicht gut, wenn sie uns den Fluchtweg nimmt. Die Tür, hier ist nichts. Ein Ventilrad, Konsole an. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? All die Lichter. Hier haben wir ein Ventilrad, Konsole. Was das wohl? Und was hab. Die Lichter meint sie, okay. Das Seil können wir nicht nehmen. Ventilrad, das drücke ich mal jetzt lieber, also betätige ich mal lieber noch nicht. Wer weiß, wozu wir das brauchen. Hier haben wir einen Brückenhebel, den legen wir mal um. Das hat ja viel gebracht. Das hat ja mal viel gebracht.
Stauschott. Okay. Also ich vermute mal, wir müssen da rein. Müssen das Ventil links rum oder rechts rum drehen. Drehen wir es mal links rum. Kann es sein, dass jetzt diese beiden Tanks hier geflutet sind? Was? Sie geht nicht mehr auf. Ich bin eingesperrt. Ah, okay, ja, weil dieser Tank ist geflutet. Es lässt sich nicht weiter drehen. Okay, dann drehen wir es nach rechts. Ach, jetzt verstehe ich. Das hier soll Wasser darstellen und das hier auch. Okay. Warum macht es denn immer die Tür zu? Das irritiert mich total. Rechts rum. Okay. Nochmal rechts rum. Jetzt ist dieser Tank voll. Ich nehme an, wenn ich jetzt den Hebel umlege, wird es wieder nichts bringen. Nee. Also ich habe so das Gefühl, ich müsste das hier bis hierher mit Wasser füllen, damit die Brücke rauskommt. Also vermute ich mal. Ah, warte mal. Halt. Nicht so schnell. Kann ich da jetzt runter? Da kann ich wieder rausklettern. Da könnte ich rausklettern. Stauschott, aber darunter kann ich nicht. Nee, da kann ich rauf und wahrscheinlich ist das auch mein Ziel. Okay, also ich muss jetzt darüber. Dann hier die Leiter runter. Wahrscheinlich muss ich hier was ganz Tolles noch machen. Ah, wieder ein Ventilrad. Ja, Leute. Jetzt werde ich dann langsam aber sicher etwas überfordert. Aber das macht ja nichts. Es lässt sich nicht weiter drehen. Kann ich denn in der Konsole... Was das wohl darstellen soll? Und was hat... Nee. Also gut, dann drehe ich es mal nochmal links. Okay. Okay. So war es am Anfang. Okay, jetzt ist die Lampe hier oben auch angegangen. Ich komme nicht wieder raus. Eins mal zurück. Und drehen wir es mal nochmal einmal zurück. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt irgendwas passiert ist. Brückenhebel umlegen? Nö, passiert nichts. Da unten ist nochmal ein Brückenhebel. Ich denke mal, die muss hochfahren. An der Brücke sind Schwimmelemente angebracht. Damit treibt sie dann auf und ab, wenn sie nicht gerade irgendwo festgemacht wurde. Ja, das ist sehr, sehr schön. Aber... Da muss ich erst mal hinkommen. Ja, gute Idee. Ich dachte, vielleicht könnten wir über den Weg den Band reinholen, aber der will ja nicht in ein Rohr klettern. Wie komme ich denn da rüber? Spannendes Rätsel. Spannendes Rätsel, das ich wahrscheinlich in dieser Folge jetzt, oder ganz sicher in dieser Folge nicht mehr lösen kann. Denn ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Ich öle etwas meine Stimme und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin, ciao.